fest, sehr nervig. Die sind mehr als nur nervig. Jo. Klar. Danke. Warum auch nicht? Ey, sag mal, wie viel HP haben die denn? Okay, ich glaube, das heißt jetzt gleich Game Over für uns. Ja, schön. Schön. Und ein Lavendel habe ich jetzt nicht mehr. Habe ich nicht. Na toll. Okay, gut. Also beim nächsten Mal, da gehen wir nicht nochmal lang. Weil das ist, ja, das Ende naht. Schön. Game over. Klasse. Und ich habe nicht gespeichert. Ich konnte nicht speichern. Gut, dann sehen wir uns ja gleich wieder. Ciao. So, und weiter geht's. Ja, wie ihr seht, ich bin wieder an der Stelle und hau ab. Bloß, hau bloß ab, du Vieh. So, und bin diesmal nicht hochgegangen. Ich hoffe, dass diese Viecher auch bloß nicht auftauchen. Ja, sind zwei andere Monster, aber hoffentlich hauen die uns nicht um. Weil ich kann immer noch nicht speichern. Na gut, das sieht relativ... Ich drücke es mal lieber vorsichtig aus. Einfach aus. Okay, gut. Die sind doch definitiv um einiges schwächer. Erledigt. Geht doch. Ups. Ist das etwa ein altes Portal, das die Teleportation ermöglicht? Ja, woher weißt du das? Ich weiß mehr, als du denkst. Wenn das so wäre, wärst du willkommen hier. Ja, die beiden haben sich lieb. Und da ist ein Speicherpunkt. Oh, ich liebe Speicherpunkte. Und hier haben wir noch ein Kraut. Hätte ich gewusst, in diesem Dilemma... Was hätte ich gewusst, in welchem Dilemma ich mich bald befinden wird, hätte ich mir diese Pflanzen mitgenommen. Ja, kurz mal sehen. Wir können uns aber nicht teleportieren. Das ist dumm. Gut, gehen wir wieder. Haben wir jetzt hier alles erkundet. Und wir hoffen, dass wir diese Pflanzen nicht in den Weg rennen. Wir werden sie gekonnt ignorieren. So. Tschüss, ihr blöden Pflanzen. So, hier ging es, glaube ich, noch irgendwie runter. Ja, hier. Hi, du doofe Pflanze. Boah, schon wieder eine Abzweigung. Geh weg. Oh nein. Nicht jetzt. Ja, ja, geh weg. Gut. Das war klar. So, geht's hier lang? Ein Bauernhof. Gut. Gehen wir da lang. Hier ist auch noch ein Speicherpunkt. Jetzt sind so viele Speicherpunkte. Da ist die Kiste. Huhn, geh weg. Mach sie auf. Diese Kiste hier ist sicher verschlossen. Das hat sicher seine Gründe. Wir sollten nachsehen, was sich darin befindet. Wieso willst du das unbedingt wissen? Weil sich jemand sicherlich Mühe, was sichtlich Mühe gibt, etwas vor uns zu verbergen. Keine Sorge, ich habe schon viel knifflige Schlösser geknackt. Die ist ja drauf. Scheint eine Schwalbe zu sein. Ich sagte ja, es ist Zeitverschwendung. Aber nicht doch. Schwalbe ist der Name eines Schwertes. Es heißt deshalb so, weil die, was?
weil die beidseitige Klinge die Form des gleichnamigen Vogels hat. Da sieht man, dass du keine Ahnung von der Schwertkunst hast. Wozu auch? Ich bin Hexer und kein Spezialist für Waffen. Ach ja? Wieso vergesse ich das bloß immer? Die haben dich echt gern. Wow! Das ist gut. Ach ja, wir haben ja ein Schild, eine Rüstung bekommen. Captainhemd, da. Super. Ob wir ins Haus reinkommen? Vielleicht gibt es ja da auch noch... Ja, genau. Noch ein paar interessante Sachen, die wegholen. Oh, er klopft an. Ist für niemand zu Hause. Scheint so. Kommen wir durchs Loch rein? Oh. Nein, definitiv nicht. Und da waren Ratten, Mäuse oder was auch immer. Das ist eine Pflanze. Ich liebe diese Pflanzen. Ha, ha, ha. Geh bloß weg. Geh bloß weg. Oh, Gott sei Dank sind ja nur diese Piepmätze. Der da hinten, also der in der Mitte, der verunsichert mich gerade. Ich glaube, den greife ich jetzt erst mal. Wow! Hat er gerade knapp 40 abgezogen? Hey, Alter, ihr Sch... Oh, ich glaub's nicht. Mann, aber auch. Ich glaube, es wird Zeit, definitiv wieder eine Trainingsrunde einzulegen. Mann, aber auch. So, erstmal den da in der Mitte. Oh. 42? Hat das Vieh Tatsache 42 abgezogen? Ey, du Ratte. 54. Oh Mann. Oh Gott sei Dank ist er weg. Gott sei Dank. Na, lieber heilen. Sicher ist sicher. Mit manchen Viechern ist echt nicht zu scherzen. So, komm, geh drauf. Danke. Wow, kritischer Treffer. Supi. Na, geht's nicht hin. Nun wird es langsam etwas gefährlich. Hier beginnt die Wüste. Ich schätze, dass es keinen anderen Weg nach Barit gibt. Nein. Es sei denn, wir gehen einen riesen Umweg. Wir müssen zurück nach Burg und durch die Tote Zone. Durch Anis und einen riesigen Sumpf, in dem es nur so von bösen Erdgeistern wimmelt. Ich hab's verstanden. Dann eben durch die Wüste. Wir sollten am besten am Weg bleiben, ohne passenden Schuhwerk. Wird die hier nämlich schnell heiß unter den Füßen. Außerdem verstecken sich unter dem Sand eine Menge kleiner Skorpione. Und du solltest dich auch vor den Sandwirbeln in Acht nehmen. Was bist du eigentlich in Barit? Was geht dich nichts an? Schon gut. Man darf ja wohl noch fragen. Seiner Meinung nach wohl nicht. Wüste. Und ein Speicherpunkt. Ja, viele Speicherpunkte. Es ist ein Skorpion. Ich mag Skorpione. Irgendwie da lang? Scheinbar. Gut, immer diesen komischen Weg folgen, der sich gerade aufteilt. Wie geht es mal? Ja, klasse für den Umweg. Oh, lang mal. Vielleicht finden wir ja was Interessantes. Oder gehen wir den richtigen Weg? Aha, ich bleibe ja schon auf dem Weg. Na, klasse. Ja. Oh. Ja, das ging eben nicht anders. Geh weg.
So genau kann man nicht auf dem Weg bleiben. Das geht kaum. Klasse! Ja, Sackgasse. Dort lang einfach mal. Ups, zurück wollte ich nicht. Einfach runter. Hä, waren wir hier nicht schon mal? Mir gerade irgendwie bekannt vor. Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Egal. Was sticht auf alle Gegner ein? Lass das. Man sticht nicht auf fremde Leute ein. Das ist unerzogen. Mhm. Definitiv. Geht doch. Na komm schon. Brava Skorpion. Ich meine, wir sind Skorpion. Juhu. Könnten wir auch mal bitte ein Level up kriegen? Das wäre echt zu gnädig. Trotzdem, guck doch sofort, dass wir hier schon mal waren. Einfach kurz heilen. Ich sollte dringend, wirklich dringend trainieren. Und mehr Heilzeugs kaufen. Wäre ganz gut. Boah, ey, ich glaube, ich verlauf mich. Da ist ein Brunnen. Ach, hier kann ich mich also auch aufhalten. Hier hat wohl jemand eine Lavendelflasche vergessen. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich glaube, wir sind da. Einmal heilen. Man weiß ja nie, ob man gleich angegriffen wird. Wir sind nicht da. Warum? Ich dachte durch dieses Schild. Oh, und ich touch den Brunnen auch noch an. Brunnen wurde vergiftet. Vorsicht ist geboten. Gut. Und ich touch den Brunnen noch an. Klasse. Tja, warum nicht? Vergifteter Brunnen ist doch immer ein Aufwasser zum Schwert. Gib her. Ein gewöhnliches Schwert. Was soll ich damit? Vielleicht verkaufen? Da hat sie recht. Wo können wir das ausrüsten? Wir sind da, sehe ich gerade. Na, können wir nur verkaufen. Oh, dieses Vieh schon wieder. Barit. Wir sind jetzt endlich in Barit. Willst du mir nicht sagen, was du hier willst? Was geht dich das jetzt noch an? Du hast deine Abmachung erfüllt. Hier trennen sich unsere Wege. Du vergisst, dass ich hier ebenso hin wollte wie du. Das ändert nichts an meinen Plänen. Ich habe keine Zeit mehr, meine wertvolle Zeit, keine Lust mehr, meine wertvolle Zeit mit einer Jägerin zu verschwenden. Erstens habe ich dir schon gesagt, dass ich keine Jägerin bin. Und zweitens bin ich auch nicht besonders überglücklich, Bekanntschaft mit dir gemacht zu haben. Also, lassen wir jetzt diese Höflichkeiten und verabschieden uns. Viel Spaß noch! Ging ja schneller als erwartet. Ja. Und hier ist ein Speicherpunkt, das passt sich. Denn, ja, unsere Zeit ist schon wieder davongelaufen. Ja, also dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, The Let's Play Feuer Mitternacht. Also dann, macht's gut, Leute. Ciao.